Ja, da sind wir wieder mit dem Rundblick. Ich glaube nicht, liebe Zuschauer, dass ich Ihnen viel sagen muss, um unseren nächsten Gast vorzustellen. Franz Josef Degenhardt ist Jurist, Schriftsteller und Liedermacher, vor allem bekannt geworden mit dem Lied »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern«. Er ist ein Zeitgenosse, der unsere Gesellschaft sehr kritisch betrachtet und seinen Unmut in seine Romane und in seinen Liedern umsetzt. Auch das Herbstlied, das er heute bei uns vorstellt, strahlt nicht gerade Gemütlichkeit aus. Zieht die kalten Nebel vom Erlengrund her übers Feld und wird noch kälter werden in unserer bedrohten Welt. Und ist nicht viel geerntet und auf den Tennen wird es still. Nun wird sich manches wenden, was mancher nicht gewendet will. Die Scheue eingefahren, das taten die, die's immer tun, zu Maul, Trommel und Flöten, und immer zu dem gleichen Lohn. In die Kartoffelfeuer blasen sie ihre kalte Wut und tragen Ohrenschützer und stochern schweigend in der Glut. Wer lässt jetzt Drachen steigen im rauchgewürzten Stoppelwind? Zu solchen Sommerträumen lacht nicht nur das gebrannte Kind. Was soll das Bund der Wälder, wenn saurer Regen es entfacht und die Kastanienwärme in deiner Hand nährt den Verdacht? Tau tropft schwarz von Zweigen, am toten Gleise krächzen kräht. Wer jetzt ein Haus hat, lässt es für niemanden mehr offen stehen. In Strohpuppen ins Fenster, zu mancher betet in der Nacht. Es werden Schüsse knallen, die Treiber sammeln sich zur Jagd. Alten Nebel vom Erlengrund her übers Feld und wird noch kälter werden in unserer bedrohten Welt. Und trotzdem steck ich Äpfel in meinem Ofen, sing dies Lied und baue einen Drachen, der feuerrot. Der Feuerrot, der Feuerrot im Abend Vielen Dank, Steve Baker. Vielen Dank, Franz Josef Degenhardt. Als ich hörte, dass Sie zu uns kommen würden, war mein erster Gedanke, ein Mensch wie Franz Josef Degenhardt, der ja wirklich doch zur linken Hälfte Deutschlands gerechnet werden muss, was macht er bei uns? Wieso kommt er zu dem privaten Fernsehen? Eine gute Frage. Ich bin natürlich gegen privates Fernsehen, gegen private Medien überhaupt, wie ich überhaupt
gegen den Privatbesitz von Produktionsmitteln bin. Nun arbeite ich aber auch in einem Verlag, das heißt meine Bücher erscheinen in einem Verlag, der privatrechtlich organisiert ist, im Privatbesitz ist, beim Bertelsmann Verlag. Und meine Platten der Deutschen Grammophon sind auch in einem Privatbesitz, in einer Privatorganisation. Also ich drücke mich immer da aus in diesem Lande, bei den Leuten, die mich einladen. Ich hätte es auch gerne anders, aber so ist es leider nicht. Aber ich glaube, im Moment haben Sie Probleme mit dem Auftreten, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht? Ja, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten laden mich nicht so gerne ein. Es gibt ja, wie einige Journalisten festgestellt haben, richtige Listen, nicht nur über mich, sondern auch über andere Kollegen, die ähnliche Sachen singen, schreiben wie ich. Bei bestimmten Liedern von mir zum Beispiel müssen die Redakteure vorher die Programmdirektoren und die Intendanten fragen, ob sie senden dürfen und wann. Und einige Lieder haben richtiges Sendeverbot. Umso schön besser ist es natürlich, wenn Sie mich einladen. Ja, sehen Sie, und ich das singen und sagen kann, was ich sagen möchte. Ja, und wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Und ich muss sagen, ich freue mich besonders, weil ich hatte eigentlich mit dem Namen Franz Josef Degenhardt was völlig anderes verbunden. Ich kenne ein paar Ihrer Texte und es ist viel Düsterkeit da drin, viel Bitterheit. Und ich treffe in der Garderobe einen Menschen, der strahlt vor Lebensfreude. Der guckt fröhlich und irgendwo war bei mir drin, immer noch die Frage, wie vereinbart man eigentlich diese sehr bitteren, sehr ängstlichen, sich bedrohend fühlenden Texte mit so viel Lebensfreude? Vielleicht haben Sie erstens mal einen guten Tag bei mir erwischt. Zweitens war der Weingut, den Sie uns geboten haben. Und drittens auch, bin ich vielleicht dann guter Laune, wenn ich mich abgearbeitet habe, wenn ich es herausgesungen habe. Denn das Singen hat ja auch therapeutische Funktion, auch für mich. Das heißt, meine Bitterkeiten kann ich abarbeiten und kann dann hinterher zu Ihnen wieder nett sein. Ja, aber ich habe eben dann auch nochmal, ich habe schnell nochmal den Text des Herbstliedes geholt und das ist ja, Sie singen von der bedrohten Welt. Der letzte Satz heißt dann aber, und trotzdem stecke ich Äpfel in meinen Ofen, singe dies Lied und baue einen Drachen. Sehen Sie, da habe ich auch gesungen. Das heißt, ich bastle einen Drachen, der rot ist und lasse ihn fliegen und hoffe darauf, dass die privaten Medien einmal öffentliche Medien werden. Der Privatbesitz an Produktionsmitteln umgewandelt wird in öffentliche Produktionsmittel. Das wünsche ich mir. Das soll auch in dem Bild aufgehen. Was Sie eigentlich meinen, ist volkseigen, nicht? Um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Ich habe eine letzte Frage, die wir noch ganz kurz beantworten müssten. Wie ist es eigentlich mit dem Publikum? Sie sind bekannt geworden eigentlich, oder dieser ganze Boom des Liedermachens fing an zur Zeit der APO. Dort fingen Sie auch an mit Ihrer Karriere, zumindest im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Hat sich das Publikum gewandelt oder ist es das Alte geblieben? Erstmal muss ich sagen, das ist nicht bei der sogenannten APO angefangen. Wir haben eine ganz lange Tradition solcher zeitbezogener Lieder. Das fängt bei Walter von der Vogelweide an. Geht immer weiter über Christian Günther, den Paul Gerl bis zum Bert Brecht. Diese Lieder haben immer die Bewegungen, die politischen Befreiungsbewegungen begleitet. Das werden sie auch zukünftig tun. Nun ändert sich das Publikum natürlich. Und es setzt sich mal so zusammen. Heute sind es wieder jüngere Leute, die zu mir kommen, aber eben auch ältere, die mich noch von früher kennen. Vielen Dank dafür, dass Sie da waren. Bitte. Ich kriege hier schon so über die Schulter Zeichen, dass ich weitermachen muss. Es war zu lang. Nicht für mich, aber für unsere Zeitplanung. Liebe Zuschauer, es geht weiter mit dem nächsten Beitrag, mit den Filmen Das Boot und die unendliche Geschichte.